Es geht heute um kommunale Intelligenz. Welchen Stellenwert haben hier Heranwachsende in der kommunalen Entwicklung? Die sind wahrscheinlich die stärksten Kräfte, die den Zusammenhalt in einer Kommune stärken können und vielleicht die innovativsten Ideen haben, wie das in Zukunft weitergehen kann. Wir sehen ja viele Kommunen, die in ihren alten eingefahrenen Strukturen festhängen und wo keiner mehr richtig weiß, wie es weitergeht. Demografisches Problem kennen wir alle. Die Kommunen werden immer ärmer, immer mehr Leute ziehen weg. Alles versammelt sich in den großen Städten und diejenigen, die vielleicht die Dynamik haben und die Kraft haben, in den Kommunen was zu verändern, werden eigentlich die jungen Leute. Aber die brauchen dann Erwachsene, die sie ermutigen und ihnen beistehen und ihnen helfen, diese Veränderungsprozesse in den Kommunen auch selbst aktiv mitzugestalten. Welche Hilfe ist da notwendig von Erwachsenen, dass sich Kinder und Jugendliche optimal in dieser Kommune entwickeln können? Es gibt ja dieses wunderbare Sprichwort, damit Kinder gut groß werden, braucht man ein ganzes Dorf. Das heißt, eigentlich müsste man die Kindergärten und Schulen oder die Bildungseinrichtungen, die es in einer Kommune gibt, aufmachen, damit die Kinder und Jugendlichen draußen in der Kommune entdecken können, was es da zu entdecken gibt. Vielleicht auch herausfinden, wo sie etwas tun können, wo sie sich vielleicht auch um etwas kümmern können, worum sich die Erwachsenen nicht mehr kümmern. Und das führt dann dazu, dass sie Erfahrungen machen in konkreten Lebensbezügen in der Kommune, im Umfeld ihrer Schulen. Und das wäre dann eine Strategie, die herausführt aus dem gegenwärtigen Zustand, wo Schulen doch eher so eine Art Gewächshäuser sind, in denen Kinder groß werden, abgeschirmt von dem, was draußen passiert. Das hat häufig zur Folge, dass Kinder und Jugendliche gar nicht so richtig wissen, was sie eigentlich können und vor allen Dingen auch nicht wissen, welche Bedeutung sie besitzen. Und dann entwickelt sich daraus auch kein großes Selbstwertgefühl. Und deshalb braucht man, damit man zu einer starken Persönlichkeit heranwachsen kann, auch Aufgaben, an denen man wachsen kann und Gemeinschaften, in denen man sich zugehörig fühlt. Und man braucht dann eben auch Erwachsene, die einem den Raum dafür geben, dass man da wirklich sich einbringen kann. Sie sprechen von Erfahrungen, die Jugendliche machen sollen. Sie sind aber sehr vielen Gesetzen und Regeln unterworfen. Wie viele Grenzen darf es geben? Wie wichtig ist es, dass Jugendliche auch diese Grenzen überschreiten oder Grenzerfahrungen sammeln? Ich glaube, die Grenzdiskussion ist eine, die gehört erstmal ganz woanders hin. Zunächst muss man mal fragen, was brauchen denn Kinder und Jugendliche, wenn sie in unsere Welt hineinwachsen, später für Kompetenzen? Und das sind in erster Linie, ist das nicht so sehr Wissen. Das kann man sich heute als Jugendlicher überall besorgen. Was die brauchen, sind diese sogenannten Metakompetenzen, also exekutive Frontalhirnfunktionen. Und die Wirtschaft nennt das manchmal Soft Skills. Also so eine Fähigkeit, vorausschauend zu denken, die Folgen des eigenen Handelns abzuschätzen. Mal Impuls nicht nachzugehen, der da gerade hochkommt, ein bisschen Frust auszuhalten, sich in andere hineinzuversetzen, Verantwortung für irgendwas zu übernehmen. Das sind alles wunderbare Kompetenzen und die kann man alle nicht unterrichten. Das ist die bittere Botschaft für die Schulen. Die kann man nur erwerben, wenn man als Jugendlicher Gelegenheit bekommt, zu erleben, wie schön das ist, wenn man nicht immer gleich losbrüllt, sondern wenn man überlegt, wie man das, was man gerne möchte, auch wirklich gut hinkriegt. Und wenn man es gemeinsam mit anderen macht, damit man nicht immer denkt, man ist alleine auf dieser Welt. Es gibt nichts Schöneres und Wichtigeres für Jugendliche, als zu erleben, dass sie gemeinsam mit anderen etwas zustande bringen. Schule nimmt natürlich einen bedeutenden Platz ein in der Entwicklung von Jugendlichen. Es wird aber sehr auf die Fehler geachtet, oft nicht auf die Stärken und Begabungen, was die Kinder haben, sondern eher was sie falsch machen. Sehen Sie das auch so, beziehungsweise wäre hier ein Umdenken notwendig? Es ist eigentlich noch schlimmer, als so, dass Jugendliche sich in unseren gegenwärtigen Bildungssystemen doch sehr häufig als Objekte erleben von Bewertungen, Objekte von Belehrung, Objekte von Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen. Und das ist unwürdig. Das verletzt jedes Selbstverständnis eines jungen Menschen, der möchte als
Person gesehen werden. Der möchte ernst genommen werden und nicht zu einem Objekt gemacht werden. Und zu diesem, wir machen dich zum Objekt, gehört es eben auch, dass irgendwelche immer da sind und irgendwelche Fehler suchen. Und deshalb wird sich das ändern müssen, aber nicht nur in Bezug auf die Fehlerkultur. Im Grunde genommen weiß ja jeder, dass man nur weiterkommt und was lernen kann, indem man Fehler macht. Sondern das wird sich eben auch ändern müssen durch eine andere Art des Umgangs miteinander. Und diese andere Art des Umgangs heißt, anstatt dass ich den anderen zum Objekt mache, betrachte ich ihn als ein Gegenüber, mit dem ich in eine Begegnung komme. Und wenn sich das ereignet, und manche Lehrer können das, dann hat das eine unglaubliche stärkende Kraft für Kinder und Jugendliche. Und dann entfalten sie ihre Potenziale. Und das können sie nicht, wenn sie zu Objekten gemacht werden. Der Genetiker Markus Hengstschläger spricht in seiner Durchschnittsfalle an der Orientierung an den Durchschnitt, also nicht die Stärken zu entfalten, sondern dass wir alle gleich machen. Was würde das bedeuten für eine Gesellschaft ohne diese Speerspitzen an Talenten, an besonderen Begabungen, wenn alle sich eben Richtung Durchschnitt entwickeln? Ja, man muss es sich genau anschauen, wo es eigentlich herkommt. Was wir im Augenblick haben, heißt, ist ja eine Situation, wo alle Jugendlichen darauf ausgerichtet werden, in der Schule möglichst gute Durchschnittszensuren zu bekommen. Und wenn ich das als Jugendlicher versuche, in allen Fächern möglichst gut zu sein, dann kann ich es mir gar nicht mehr leisten, beispielsweise in der 5. Klasse meine Liebe für die Schmetterlinge zu entdecken oder für den Magnetismus oder für irgendwas. Das heißt, sobald so ein Wunsch in mir aufkommt, mich näher damit zu befassen, würde ich spätestens nach einer Woche merken, dass ich in allen anderen Fächern schlechter werde. Also muss ich dann in mir selbst diese Leidenschaft unterdrücken. Und das ist das eigentlich Fatale. Das Ergebnis davon ist, dass wir Kinder und Jugendliche durch unser Schulsystem bringen, die gelernt haben, wie man gute Durchschnittszensuren bringt, die aber nie gelernt haben, was sie irgendwie wirklich gerne machen. Und das wieder hat für die Eltern eine fatale Folge, die auch immer stärker bemerkt wird, und das ist, dass Jugendliche aus der Schule kommen und nicht wissen, was sie machen sollen. Und dann müssen sie erst mal 2 Jahre nach Australien. Und das ist vielleicht unnötig, wenn man Kindern und Jugendlichen in der Schule Gelegenheit gäbe, ihre Leidenschaften auch wirklich zu entdecken und denen auch nachzugehen. Aber dann muss man sich von diesem alten System verabschieden, das da verlangt, dass jeder die optimale Durchschnittszensur erreicht.